Ja, hallo und guten Tag. Ihr wisst, wer ich bin, nehme ich mal an. Naja, ihr Rivale. Ich habe mir überlegt, es wird Zeit für ein neues Let's Play, da ich Mordhau eventuell nicht weiterführen werde. Aber dazu wird nochmal ein extra Video kommen. Vielleicht ein neues Infovideo, mal schauen. Ja. Ich dachte mir, nach Empfehlung gewisser Leute, könnte ich ja mal mit 2 Monaten in Verzug ein Spiel probieren, welches sehr kostengünstig ist, so ungefähr meine Budgetklasse. Und wobei ich mir dachte, dass ich eventuell mit auf den, wie sagt man so, Hypezug einsteigen werde. Mit auf den Hypezug einsteigen. Wie auch immer. Und einfach mal vielleicht, ja, die Welle, sage ich mal, nutze, um allgemein vielleicht ein bisschen bekannter zu werden, weil ich habe noch nicht wirklich einen Abonnenten, bei dem ich nicht wissen, glauben würde, zu wissen, wer das sein könnte. Ja, das war's von meiner Seite aus. Da ich ja jetzt mein Schneideprogramm geupgradet habe, aktualisiert habe und ich jetzt zwei hier, wie sagt man, Audio zwei verschiedene Audios gleichzeitig aufnehmen kann, und zwar meine Stimme und das Spiel. Ich habe den Faden verloren. Passt es doch ganz, weil ich habe gesehen, es gibt nicht viele Optionsmöglichkeiten. Also um die Lautstärke zu ändern, glaube ich, es gibt nur 4, 5 Tasten: WASD, vorwärts, rückwärts, links, rechts, Enter und oder Back oder Backspace-Taste. Und ich würde sagen, ich labere zu viel und ich halte einfach mal das Spiel ein, weil ich wollte jetzt nicht, dass die Mucke irgendwie nicht ganz von vorne beginnt, nur weil ich dann die Aufnahmen irgendwo mittendrin gestartet habe. Oh, Graphics, okay. Input, oh, Graphics, ah. Ultra, okay, kein Problem. Ja, Restart, okay. Hier nochmal vielleicht die Optionen, die Tastenbelegungen. Hoch, runter, links, rechts. WASD, ne? Submit. Keine Ahnung, was das sein soll. Vielleicht weitermachen, return, enter, cancel, escape, restart, R, advice, L. Okay. Play. Oh, Mate with Unity. Hellboss. Mate with Unity. Ah. Oh, jetzt muss ich Englisch sprechen, ne? You find yourself surrounded by the void. Press Enter or A to continue. Geile Mucke. Enter. Oh. Beelzebub the Great Fly. Greetings, little one. Please don't mind me. It is just I, good old Beelzebub. Okay. Die große Fliege. Ah ja. Enter. Oh, ach, das ist das. Oh, cool. New Game. Das ist das Menü sozusagen. Ich dachte, es geht sofort los und es gibt kein Menü. Ich dachte, das kleine Fenster vorhin war das Menü. Okay. Ja, wie man hört, gibt es coole Mucke. Cooler als bei anderen Teilen.
Ja, gedreckt. Okay. New game. Story of the Helltaker again? Interesting. Oh. Muss ich das eigentlich übersetzen? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Do you, by any chance, need a narrator? Oder was war das nochmal? Ein Übersetzer? Nein, ein. Nein, nicht Führer, sondern ein hier. Na? Begleiter? Ich weiß nicht mehr. Oder war das hier der Sprecher? Untertitelschreiber? Achso. Die Erzählerstimme meine ich. Na, enter. Why, please, allow me. It will be a pleasure. Oh. You woke up one... Ach komm, ich übersetze einfach mal. You woke up one day with a dream. Harem? Full of demon girls, well. Nee, übersetzen dauert nicht. Ich lese einfach Englisch vor. It was, however, not an easy dream to achieve. It could cost you your life. When demon girls are involved, no price is high enough. Okay. You said as you went shut down the hell. Ja, also wenn Dämonenmädels involviert sind, ist kein Preis zu hoch. Sagtest du, als du dich auf die Reise in die Hölle begabst. So. Helltaker. Und wie bist du zum... Oh. Wie bist du dahin gekommen? Life Advice. LORLB. Lebensweisheit oder was? Das Tacht, okay. Also. Okay. Links ist eine 23, rechts ist ein I. Oder eine römische 1, keine Ahnung. Was muss ich hier machen? Oh. 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 Etwas muss ich machen. Oh. Nein, dann bin ich tot. Oh. Huch. Wow, beim ersten Level sofort gefailt. Läuft bei mir, okay. Ah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Oh. Alles klar. Ich dachte, die Steine gehen auch kaputt. Dann muss ich hier so. Ah ja. Pandemon. Entschuldigung. Pandemonica sind Tire Demon. Ja, ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Pandemonica. Ja. Oh nein, eine weibliche Stimme. Name's Pandemonica. Held. Nein, oh nein, nein, nein. Das ist lieber. Name's Pandemonica. Held's Customer Service. How may I serve you? Der Name ist Pandemonica. Der Kundenservice vom Support. Wie kann ich Ihnen dienen? Okay. We can figure something out at my... Nein! Sag mir nicht, dass das ein Dating-Simulator ist. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe Sprachoptionen, okay. Ich dachte, man hüpft nur hin und her zu cooler Musik und löst Rätsel. We can figure out something out at my place. We can figure something out in my place. Maybe I can serve you instead. Ja, also wir könnten was
bei mir ausmachen oder wie weiß denn ich hier stattdessen diene. Okay. Das vielleicht? Ach komm. Was? Sweet of you to offer. I could really use some coffee. And not myself without it. Ah, sweet of you to offer. Okay. Süß von dir, ich kann nicht bei der Mucke denken, oh nein. Die Mucke saugt mir meine Intelligenz aus. Süß von dir, der Vorschlag ist süß von dir. I could really use, ich könnte wirklich etwas Kaffee gebrauchen. Ich bin nicht ich. Ich bin nicht ich, wenn ich hungrig bin. Kaffee. Und die Personalität ist wiederhergestellt. Ich bin nicht ich ohne das. Ich lese einfach auf Englisch vor, also ich bin ein toller Übersetzer. Success. Ja. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Doom Taker. Und das war schon. Okay. Au. Au. Aha. Na toll. Nein. Verdammt, ich bin schon tot. Hä? Okay. Ah. Yay! Modeus Lustful Demon. Modeus die lüsterne Dämonen? Du und ich. Jetzt. Oh, das hat mir zu mir ja noch niemand gesagt. Needle, no question asked. No type busy gathering girls. Needle, keine Fragen. Keine weiteren Fragen? Keine Fragen gefragt? Ach, keine Ahnung. Okay. They always say that. And they always try to run away. I'll have to break your knees, just in case. War das gerade ein Reim? They always say that, and they always try to run away. I'll have to break your knees, just in case. Nee. Die sagen das immer, und die versuchen immer wegzurennen. Ich muss dich die Knie brechen, nur für den Fall. Au! 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 Verdammt! Was? Das ist jetzt erst was? She pulled out a sea shaver. It was not going to be pretty. Au! Au! Oh! Ja, sie holte einen Vorschlaghammer raus. Das würde nicht toll verlaufen. Es war beim nicht toll verlaufen, keine Ahnung. Oh, damn, boy. Ja, ich würde sagen 14 Minuten, ich würde sagen, das reicht für eine Folge. Und nächstes Mal labe ich einfach weniger und gehe einfach rein, nachdem ich mich begrüßt habe, okay? Okay.
Ciao und Mücke, Alter, oh mein Himmel. Ciao und möge der Groove mit euch sein. Ach, egal. Ciao.